Okay, guten Morgen, Geschwister, gesegneten Sabbat. Bevor wir anfangen wollen, lasst uns noch mal in einem stillen Gebet Gottes Gegenwart einladen. Amen. Okay. Erstmal möchte ich sagen, dass ich mich freue, dass ich wieder hier sein kann. Es ist jetzt, glaube ich, fast ein Dreivierteljahr, dass ich das letzte Mal hier war. Das ist echt eine lange Zeit. Und wenn ihr euch vielleicht erinnert, wahrscheinlich nicht, aber ich helfe euch auf die Sprünge. Letztes Mal, als ich da war, das Thema, was ich letztes Mal gemacht habe, war über Offenbarung 18 und den 11. September und unser Verständnis, das wir korrigiert haben, darüber, dass Offenbarung 18 wirklich über die Zukunft spricht noch, wenn das Sonntagsgesetz kommt, der Spätregen ausgegossen wird, der laute Ruf und all diese Dinge. Wir haben diese Charakteristiken aufgelistet und gleichzeitig aber den 11. September als wichtige Wegmarke für uns etabliert und was es für uns bedeutet. Und ich knüpfe daran an, weil es ja jetzt so einige Dinge gibt in unserer Botschaft und in dieser Bewegung, die wir korrigiert haben oder wo wir ein genaueres Verständnis drüber bekommen haben. Und auch diesmal geht es praktisch um einige Dinge, wo wir ein genaueres Verständnis drüber bekommen haben. Nicht so sehr, wo wir etwas verändert haben, aber ein tieferes Verständnis. Und zwar die Themen, wenn ihr schon mal durchgeguckt habt, aber ich werde es auch noch mal anschreiben, sind auf den ersten Blick vielleicht grundlegende Themen, die nicht so sehr mit Prophetie zu tun haben oder unserer prophetischen Botschaft. Denn in unserem ersten Vortrag heute werden wir uns mit der Frage beschäftigen, was ist Sünde? Und in unserem nächsten Vortrag danach werden wir uns mit dem Thema Rechtfertigung aus Glauben beschäftigen. Und ich werde gleich noch sagen, warum das wichtig geworden ist, dass wir uns damit beschäftigen. Und heute Nachmittag wird dann Fjodor zwei Vorträge haben und morgen werde ich dann weitermachen. Und der dritte Vortrag wird dann sein, die Wissenschaft des Gebetes. Und der abschließende Vortrag, da werden wir uns dann mehr mit Prophetie beschäftigen. Und alle diese Dinge werden darauf hinzielen, um das dann richtig zu verstehen. Und wir werden ein bestimmtes Konzept verstehen lernen anhand des Beispieles, des Gleichnisses, das in Sacharja Kapitel 3 gegeben wird. Und werden das vergleichen mit Matthäus 22. Da geht es um Josua und den Engel, der vor dem Herrn steht und Satan klagt ihn an in unreinen Kleidern. Und in Matthäus 22 haben wir das Gleichnis vom Hochzeitsgewand, wo wir bereits ein reines Gewand haben müssen. Und wir werden diese beiden Geschichten miteinander vergleichen und in Harmonie bringen. Aber wie gesagt, da kommen wir dann am Ende hin. Und jeder Vortrag in sich ist ein Thema und in sich abgeschlossen, aber gleichzeitig bauen sie aufeinander auf. Jetzt ist die Frage, warum beschäftigen wir uns damit? Und ich möchte euch kurz den Hintergrund geben, warum das wichtig geworden ist. Und zwar hat es in dieser Botschaft oder in dieser Bewegung bereits im Jahr 2016 angefangen, dass wir immer mehr Verständnis über diesen dritten Schritt im ewigen Evangelium bekommen haben
Und vielleicht erinnert ihr euch an dieses Symbol der Mara-Vision, wo die Propheten in den Staub gedemütigt werden und sie erkennen ihre eigene Unwürdigkeit, ihre eigene Sündhaftigkeit, im Gegensatz zu der Herrlichkeit Christi, der vor ihnen erscheint. Ja, Jesaja sagt, wehe mir, ich vergehe. Daniel sagt, meine Anmut wurde in mir ins Verdorbene verkehrt. Und Ellen White beschreibt, dass in Jesaja alles verborgene Böse offenbart wurde. Und so haben wir erkannt, dass je näher wir Christus kommen, desto weniger sehen wir uns selbst als gerecht an und je mehr sehen wir uns eigentlich als Sünder. Und so haben wir gesehen, dass dort in der Zukunft ein Punkt liegt, wo, wie wir es gesagt haben, wir immer noch von etwas befreit werden müssen, wo wir von der Sünde befreit werden müssen. Herzlich willkommen, kommt rein. Herzlich willkommen, gesegneten Sabbat, sucht euch einen Platz. Da hinten sind noch zwei Plätze. Ansonsten, hier ist auch noch ein Platz. Und als wir das immer mehr herausgefunden haben, dass dort noch ein Werk bezüglich Sünde geschieht, kamen Stimmen auf, die gesagt haben, oh, das kann aber nicht sein. Wie kann es sein, dass dort in der Zukunft am Ende noch eine Befreiung geschieht? Und es wurde dann gesagt, selbst wenn dort eine Befreiung geschieht, ist es mit Sicherheit nicht die Befreiung von Sünde. Nun, wir sind einfach mit dem biblischen Zeugnis gegangen und haben gesehen, dass dort so etwas markiert ist. Und selbst als wir noch nicht alles darüber verstanden haben, haben wir gesagt, wir können das biblische Zeugnis nicht verwerfen. Auch wenn wir noch nicht jedes Detail darüber verstehen. Aber was dann gesagt wurde, ist, ihr habt jetzt dieselbe Lehre wie viele im Adventismus oder in den protestantischen Gemeinden, die was besagt, dass wir sündigen können, bis Christus wiederkommt. Und wir haben von Anfang an gesagt, dass das nicht sein kann. Das stimmt nicht. Wir müssen heute eine Befreiung von der Sünde erleben. Und der Hintergrund von diesem allen ist nun diese Geschichte, und das hat uns letztendlich dazu geführt, dieses Thema wirklich nochmal genauer zu studieren, genauer anzuschauen und zu verstehen, was Sünde genau ist und was Rechtfertigung aus Glauben ist, wie Christus mit dem Sündenproblem umgeht. Und so werden wir uns mit diesen Fragen beschäftigen, aber wir werden auch zu dem praktischen Teil kommen im dritten Vortrag, wo wir ganz praktisch für uns wissen können, wie wir dieses Wissen anwenden können, um von der Sünde befreit zu werden. Denn das werden wir dann vom Prinzip her genauso auch am Ende anwenden müssen, wie wir dann sehen werden in unserem letzten Vortrag. Okay, ich glaube, ich warte mal kurz, bis alle sich gesetzt haben. Jetzt, ich muss auch noch dazu sagen, dass natürlich all diese Themen sehr umfassend sind und man könnte sehr viel darüber sagen und es wurde auch bereits sehr viel darüber geschrieben. Also ich habe Wochen und Monate gebraucht, um wirklich anzufangen, ein richtiges Verständnis dafür zu bekommen. Das heißt, ich möchte, dass ihr wisst, dass dieses ganze Wochenende, wenn wir uns das angucken, immer noch eine Einführung in dieses Thema ist. Aber ich versuche trotzdem, es so gut wie möglich auf den Punkt zu bringen, was der Kern der Botschaft ist. Und eine weitere Sache, die auch nötig gemacht hat, das anzuschauen, ist die Diskussion, die in unserer Bewegung aufkam, über die Inkarnation und die Natur Christi und damit verbunden unsere menschliche Natur. Und wie diese Themen zusammenhängen mit unserer Erlösung, warum Christus unsere Natur aufnehmen musste, um uns zu erretten. Ich habe nicht Zeit, in diese Themen einzusteigen an diesem Wochenende. Wir werden aber ein Seminar haben noch dieses Jahr im Juli im Knüllwald wieder. Und da werde ich auch mehr Zeit haben, dann auf diese Themen mehr einzugehen. Aber auch weil es darüber viele Diskussionen gab, ist es notwendig geworden, noch einmal zurückzugehen und sich diese Sachen anzuschauen. Und
Was ich festgestellt habe, ist, dass selbst in unserer Bewegung viele Missverständnisse darüber existieren, was Sünde ist und was Rechtfertigung aus Glauben ist, was letztendlich die Befreiung aus der Sünde ist. Und wir müssen diese Themen verstehen, um überhaupt unsere prophetische Botschaft korrekt verstehen zu können. Ihr kennt bestimmt dieses Prinzip, das wir immer anwenden. Was ist die einzige sichere Art und Weise, wie wir neues Licht empfangen und überhaupt beurteilen können? Was müssen wir zuerst haben? Das alte Licht. Und wir gehen immer zurück zu der Zeit der Milleriten, ja, 1840 bis 44 hauptsächlich, diese Zeit der dreifachen Engelsbotschaft, wo sie gegeben wurde. Aber was ist mit 1888? 1888 ist eine wichtige Wegmarke in der Entwicklung der Adventgeschichte, wo Jones und Wagoner die Botschaft von Rechtfertigung aus Glauben gegeben haben. Und ich möchte sagen, dass das altes Licht ist im Adventismus, das wir verstehen müssen und verinnerlichen müssen, um überhaupt unsere prophetische Botschaft richtig verstehen zu können und dieses Verständnis von Rechtfertigung aus Glauben richtig mit unserer prophetischen Botschaft zusammenzubringen. Und deswegen werden wir uns in diesen Vorträgen wirklich, was es ist, mit der 1888-Botschaft beschäftigen. Denn wenn ihr zurückgeht und nachschaut, was Jones und Wagoner gepredigt haben, sie haben über die Natur Christi gepredigt, über unsere menschliche Natur. Sie haben aufgezeigt, was Sünde ist, was Rechtfertigung aus Glauben ist, was das Werk ist, das heute in uns getan werden muss. Und nur wenn wir diese Dinge richtig verstehen, können wir überhaupt begreifen, was unsere Formlinie bedeutet und was das ist dort am Ende, was Gott noch in uns tun muss, aber und was es nicht ist, was heute geschehen ist und geschehen muss. Also das ist so der Hintergrund, weshalb wir uns jetzt mit diesen Dingen beschäftigen. Und ich möchte auch noch dazu sagen, ja, es gibt zwei Art und Weisen, zwei Perspektiven, wie man auf diese ganze Entwicklung in unserer Bewegung schauen kann. Ja, eine Sichtweise ist mit Zweifel. Ja, man könnte auf unsere Bewegung schauen und sagen, guck mal, wie viel Irrtümer da korrigiert werden müssen. Ja, der ist irgendwie nicht sicher. So viele Dinge werden geändert und auf einmal kommt da Erkenntnis darüber, dass etwas anscheinend falsch war oder nicht richtig verstanden wurde. Und man könnte seinen Glauben verlieren, was überhaupt mit dieser Bewegung ist, wie sie so viele Irrtümer haben kann. Aber gleichzeitig wissen wir, dass es wertvolle Wahrheiten gibt, die diese Bewegung herausgefunden hat. Bestimmte wichtige prophetische Wahrheiten, Wegmarken, Ereignisse in unserer Geschichte. Und wenn man das vergleicht mit vergangenen Reformationsbewegungen, sollte man sich überhaupt nicht wundern, dass dort Wahrheiten sind, die bis zum Ende falsch verstanden werden. Das heißt, was ich sagen möchte, schaut auf die Zeit der Milleriten, schaut auf die Zeit der Jünger. Hatten sie durch ihre Reformationsbewegung hindurch grundlegende Irrtümer bis zum Ende, die erst am dritten Schritt vollständig gelöst werden konnten? Und hatten diese Irrtümer nicht mit ihrer Hauptbotschaft zu tun? Wie war es bei den Jüngern? Sie mussten Christus verstehen und annehmen und verstehen, wie er sein Reich auf der Welt aufrichtet. Aber hatten sie nicht ein grundlegend falsches Verständnis darüber, wie er das tun würde? Und hatten sie nicht bis zum Schluss, bis 10 Tage, bevor er dann in den Himmel aufgefahren ist, noch nicht richtig begriffen, wie er wirklich sein Reich auf der Erde aufrichtet? Dass es kein irdisches Reich sein würde, sondern ein geistliches Reich, das im Herzen der Menschen beginnt. Wie war es bei den Milleriten? Ihre Hauptbotschaft war die Wiederkunft Christi. Und hatten sie nicht bis zum Ende ein falsches Verständnis über dieses Ereignis, was dort wirklich stattfinden wird? Und so möchte ich einfach, dass wir nicht entmutigt sind, sondern aus dem prophetischen Zeugnis verstehen, dass es auch bei uns diese Dinge geben muss, dass es da grundlegende Dinge gibt, die Gott uns auftun möchte, und er öffnet bestimmte Themen und führt uns hin und sagt, studiert das, versteht dieses Thema. Und so danke ich Gott, dass er uns dorthin geführt hat, wirklich dieses Thema nochmal genau anzuschauen. Und ich muss sagen, dass ich reichlich gesegnet wurde dadurch, mich mit diesem Thema zu beschäftigen. Und ich danke Gott, dass er das zu uns gebracht hat. Und ich hoffe, dass ich etwas von diesem Segen weitergeben kann in diesen Studien, die wir jetzt anfangen.
Also lasst uns einsteigen mit unserem ersten Thema. Was ist Sünde? Also wenn ihr auf die erste Seite geht, wir wissen, in Offenbarung 14 haben wir das ewige Evangelium, das von dem ersten Engel verkündigt wird, der mitten durch den Himmel fliegt. Und was hat er mit sich? Er hat ein ewiges Evangelium. Nun, wir wissen, dass dieser Engel Menschen darstellt. Richtig, es ist kein buchstäblicher Engel, sondern es stellt Menschen dar, die diese Botschaft verkündigen. Also was haben diese Menschen? Sie haben das Evangelium. Denn man kann nur etwas geben, was man selber hat. Richtig? Das ist das Erste, was wir verstehen müssen. Dass wenn wir das Evangelium geben, dann bedeutet es, dass wir es haben. Jetzt, was ist denn das Evangelium in seiner grundlegendsten Form? Wir lesen in Römer 1, 16 und 17. Denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen. Also hier heißt es, dass das Evangelium Gottes Kraft ist für was? Zur Errettung. Okay? Das heißt, von irgendetwas muss errettet werden. Von was müssen wir errettet werden? Lesen wir in Matthäus 1, 21, wofür Jesus gekommen ist. Es heißt, sie wird aber einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Das heißt, das Evangelium ist nichts anderes als die Kraft Gottes zur Errettung von der Sünde. Und wenn wir ein Evangelium geben, dann heißt es, dass wir dieses Evangelium zuerst haben. Das heißt, wir müssen diese Errettung von der Sünde zuerst erfahren haben, bevor wir jemand anderen diese Erfahrung weitergeben können und erklären können, wie das sein kann. Und wenn ihr darüber nachdenkt, wenn wir von der Sünde errettet werden müssen, was impliziert das? Heißt das, dass ich, ja? Dass wir es selber nicht können. Denn wenn ich mich selber erretten könnte, dann wäre es keine Rettung, die ich bräuchte, sondern ich könnte einfach aufhören zu sündigen. Jemand müsste mir nur das Verständnis geben und sagen, das ist Sünde, hör auf. Und dann sage ich, okay, dann höre ich auf. Aber dann bräuchte ich keine Rettung davon. Rettung zeigt, dass wir Hilfe von außen brauchen. Jetzt die Diskussion, die wirklich aufkam, wenn man jetzt darüber nachdenkt, was Sünde ist, wenn man eine Definition der Sünde sucht, kommt man sehr schnell zu der Frage, ist Sünde eine bloße Handlung, die ich tue und mir dann Schuld deswegen auflade, oder ist Sünde auch ein Zustand? Jetzt in gewisser Weise würde jeder zustimmen, dass Sünde natürlich auch ein Zustand ist. Denn was geschah, als Adam und Eva gesündigt haben? Wie bitte? Ja, sie haben ihr Lichtgewand verloren, aber die ganze Welt kam unter den Fluch. Ja, ihr Heim, in dem sie gelebt haben, kam unter den Fluch, es wurde sündig. Ihr Körper, den sie hatten, kam unter den Fluch, er wurde sündig. Aber was wir verstehen wollen, ist, dass auch ihre geistliche Natur sündig wurde. Und das sind diese drei Aspekte, die unter den Fluch kommen. Und alle drei Aspekte müssen wieder von Gott in den rechten Zustand gerückt werden. Heißt es nicht, dass am Ende Gott eine neue Erde und einen neuen Himmel schaffen wird? Das passiert nach den 1000 Jahren. Aber zuvor, bei der Wiederkunft Christi, was wird dort neu gemacht? Unsere Körper, richtig? Dort werden bereits unsere Körper verherrlicht. Aber was ist mit unserer geistlichen sündigen Natur? Sie muss jetzt schon wieder erneuert werden. Und das werden wir sehen, dass auch in Bezug auf unseren Geisteszustand Sünde ein Zustand ist, wo Gott seine Schöpferkraft walten lassen muss, um diesen Zustand zu verändern.
Aber viele sagen, dass Sünde lediglich, was unseren jetzigen Zustand angeht, eine Handlung ist. Und wenn man sagen würde, Gott kann jetzt schon unseren Zustand verändern, dann würde das bedeuten, dass wir heiliges Fleisch haben, weil er ja unseren Zustand verändert. Und das kann nur geschehen, wenn man keinen Unterschied macht zwischen der sündigen fleischlichen Natur und der sündigen geistlichen Natur. Jetzt der hauptsächliche Bibeltext, der herangeführt wird, um zu definieren, was Sünde ist, ist 1. Johannes 3,4 und das ist ein guter Text, um dort anzufangen. Und ich habe hier auch verschiedene deutsche Übersetzungen gegeben, um ein kompletteres Bild zu bekommen. Also die Schlachter 1951 sagt, ein jeder, der Sünde tut, übertritt das Gesetz und die Sünde ist die Gesetzesübertretung. Jetzt, wenn man das liest, was würdet ihr als erstes denken, möchte dieser Satz uns lehren über das, was Sünde ist? Das klingt sehr nach einer Handlung. Also natürlich definiert es, dass Sünde nur dann erkannt werden kann, wenn das Gesetz da ist, denn das Gesetz definiert Sünde. Aber hier wird es auch ausgedrückt als eine Handlung. Richtig? Gesetzesübertretung klingt nach etwas, was ich tun muss. Aber die Luther 1912 Übersetzung sagt, wer Sünde tut, der tut auch Unrecht und die Sünde ist das Unrecht. Und das Unrecht ist einfach ein Zustand. Das Unrecht klingt nicht nach einer Handlung. Und die Schlachter 2000 übersetzt, die Sünde ist die Gesetzlosigkeit. Ja, das ist auch ein Zustand, das ist keine Handlung. Und wenn ihr im Griechischen nachschaut, dort ist es auch nur ein Wort. Und das Wort ist anomia. Nomia heißt Gesetz und a ist das Negativ, ist die Verneinung von nomia, von Gesetz. Das heißt einfach kein Gesetz. Ja, Gesetzlosigkeit, wie es zum Beispiel die Schlachter 2000 übersetzt. Das heißt, was dieser Vers eigentlich hauptsächlich ausdrücken möchte, ist, dass Sünde durch das Gesetz definiert wird. Es will nicht so sehr den Punkt machen, ob es jetzt ein Zustand ist oder eine Handlung, sondern hauptsächlich geht es in diesem Vers darüber zu erkennen, wann etwas Sünde ist und wann nicht, egal ob Handlung oder Zustand. Okay, schauen wir uns noch ein paar weitere Verse an. In Römer 3,20 heißt es, weil aus Werken des Gesetzes kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden kann, denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Das ist derselbe Gedanke, dass das Gesetz uns erst die Möglichkeit gibt, zu erkennen, was überhaupt Sünde ist. Denn es definiert, was Recht ist und was Unrecht ist. Römer 7, Vers 7 sagt, was sollen wir nun sagen? Ist das Gesetz Sünde? Das sei ferne. Aber ich hätte die Sünde nicht erkannt, außer durch das Gesetz. Wieder derselbe Gedanke. Erkenntnis der Sünde kommt durch das Gesetz. Okay, Jakobus 4,17. Hier heißt es nun, wer nun weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Also können Sünde nur Handlungen sein? Es kann auch sein, dass ich etwas nicht tue und das ist Sünde, richtig? Das nur so als Gedanke. Römer 14,23 sagt, alles aber, was nicht aus Glauben geschieht, ist Sünde. Also das ist eine zielt darauf ab, was wir tun. Und wenn es nicht aus Glauben ist, ist es Sünde. Okay, das ist einfach nur ein paar einleitende Gedanken zu diesem Thema. Wir wollen wirklich zu dem Punkt darüber kommen, was Sünde genau ist. Jetzt in dem nächsten Zitat aus dem Review and Herald schreibt Ellen White über 1. Johannes 3,4, das Wort Gottes tadelt Bosheit und sein Gesetz verdammt den Gesetzesbrecher. Sünde ist die Übertretung des Gesetzes, das ist 1. Johannes 3,4, erklärt Johannes. Und dann sagt sie, das Gesetz ist der Sündendetektor. Na, man kann viele, viele Zitate finden von Ellen White, wo sie über 1. Johannes 3,4 kommentiert. Und ihre Kommentare sind nie, seht ihr, Sünde ist eine Handlung. Ihre Kommentare gehen immer in die Richtung zu sagen, seht ihr, das Gesetz definiert, was Sünde ist. Oder wie sie hier sagt, es ist der Sündendetektor. Das ist, was dieser Vers aussagen möchte. Okay, schauen wir uns noch ein paar weitere Verse an über Sünde. In Lukas 18, Vers 13 haben wir das Gleichnis vom Zöllner
und dem Pharisäer. Ja, Pharisäer. Und wir wissen, der Pharisäer, er steht da und was sagt er? Guck mal, was ich alles Gutes getan habe. Ich zahle meinen Zehnten, ich bringe immer die Opfer, ich faste und all diese Dinge. Er zählt seine Taten auf. Und dann heißt es über den Zöllner, dass er von Ferne stand und er wagte nicht einmal, seine Augen zum Himmel zu erheben, sondern schlug an seine Brust und sprach, O Gott, sei mir Sünder gnädig. Was hat er getan? Hat er irgendwelche Taten aufgezählt? Nein, was hat er getan? Er hat eigentlich die Summe, das Ganze als Sünde erkannt, sein ganzes Sein. Ja, er hat seinen Zustand bekannt, richtig? Er hat gesagt, was er ist. Er hat gesagt, ich bin ein Sünder. Jetzt ist natürlich immer noch die Frage, was macht einen sündig? Ja, man kann ja die Verse jetzt nicht leugnen, dass da steht, dass Leute sündig sind. Aber die Frage ist, kommen die Taten? Und erst wenn ich die sündigen Taten begangen habe, bin ich sündig? Oder bin ich sündig? Und weil ich sündig bin, habe ich sündige Taten. Versteht ihr? Das ist jetzt die Frage. Er sagt, ja, ich bin ein Sünder, aber wir müssen immer noch herausfinden, warum ist er ein Sünder? Und woher kommen die schlechten Taten? Weil er ein Sünder ist? Oder tut er zuerst schlechte Taten und dann wird er zu einem Sünder? Okay, das wollen wir herausfinden. Lukas 5, Vers 8 sagt, als aber Simon Petrus sah, das ist die Geschichte, wo Christus auf dem Fischerboot war und sie jetzt dieses Netz an Fischen herausgezogen haben. Und es heißt, als aber Simon Petrus das sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach, Herr, gehe von mir hinweg, denn ich bin ein sündiger Mensch. Ja, wieder ein Zustand. 1. Timotheus 1, 15. Und wir müssen verstehen, Paulus schreibt hier an seinen Schüler sozusagen, Timotheus, den er ausgebildet hat über eine lange Zeit. Diesen Brief hat Paulus geschrieben am Ende seines Dienstes. Ja, er war ca. 30 Jahre jetzt als Apostel an die Heiden tätig. Und am Anfang hat er geschrieben, in Römer 6, ja, kann man das lesen, oder in den anderen Briefen, am Anfang hat er geschrieben, mein alter Mensch ist gekreuzigt und jetzt habe ich das neue Leben in Christus und den Sieg. Und 30 Jahre später, was kann er schreiben? Er sagt, glaubwürdig ist das Wort und alle Annahme wert, dass Christus jetzt in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten, von denen ich mal der Größte war. Bin. Am Ende seines Lebens, nach 30 Jahren, predigen den Sieg über die Sünde, sagt er, ich bin der größte Sünder. Das heißt, ja, es gibt viele Dinge, die wir über die Sünde verstehen müssen, selbst wenn wir verstanden haben, dass wir heute den Sieg haben können. Jeremia 17, 9 sagt, überaus trügerisch ist das Herz und bösartig. Wer kann es ergründen? Ja, es spricht hier über den Zustand unseres Herzens. Ja. Ja, ganz am Ende. Ihr könnt das übrigens auch lesen über Johannes, den Evangelisten, in Apostelgeschichte, wenn er ganz am Ende Enright beschreibt, wie er gefangen genommen wurde und sie wollten ihn zum Schweigen bringen, ja, weil er so ein mächtiges Zeugnis hatte an die Gemeinde. Und er war schon sehr alt. Ja. Und dann heißt es, dass er in diesen kochenden Pott aus Öl geworfen werden sollte. Und was war sein Zeugnis? Er hat gesagt, genau wie die Hebräer, die in den Feuerofen geworfen werden sollten, mein Herr kann mich retten. Aber er hat gesagt, ich bin ein sündiger Mensch. Er hat es gesagt, ich habe nichts von mir aus, das ich geben könnte. Ich bin ein sündiger Mensch, aber mein Gott ist in der Lage, mich zu retten. Und das hat so jemand wie Johannes am Ende seines Lebens getan. Und was hat Gott getan?
Er hat ihn befreit aus diesem kochenden Öl. Ja, ihm ist nichts geschehen. Und alles, was sie dann tun konnten mit Johannes, ist, ihn auf die Insel Patmos zu verbannen, wo er jetzt völlig abgeschieden war. Und es ist zu einem großen Segen, nicht nur für ihn geworden, sondern für die gesamte Gemeinde damals und heute. Warum? Weil ihm die Offenbarung von Jesu Christi gegeben wurde. Ja, und so kann Gott diese Prüfungen, die wir haben, in wunderbaren Segen umwandeln. Ja. Ja. Da bin ich überzeugt von. Okay, also mit diesem Verständnis wollen wir jetzt richtig einsteigen und verstehen, was die Sünde ist. Und wir kommen zu einem weiteren Text, der uns da sehr weiterhelfen wird. Und das ist in Johannes 8, Vers 31 bis 34. Dort heißt es: Da sprach Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten: Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. Sie antworteten ihm: Wir sind Abrahams Same und sind nie jemandes Knechte gewesen. Wie kannst du da sagen, ihr sollt frei werden? Jesus antwortete ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist ein Knecht der Sünde. Okay, denkt genau über diesen Satz nach. Hier heißt es, dass jeder, der die Sünde was tut, das ist eine Handlung. Was zeigt das? Was offenbart das letztendlich nur? Dass er ein Knecht der Sünde ist. Und wenn ihr dieses Wort anschaut, dort steht wirklich Sklave. Jemand, der die Sünde tut, ist ein Sklave der Sünde. Es ist ein Mensch, der in Gefangenschaft ist, in geistlicher Gefangenschaft. Das ist, was Jesus hier sagen möchte. Das heißt, wenn wir jetzt wenn wir diese Frage hier uns anschauen, welche dieser beiden Aussagen ist richtig? Die obere oder die untere? Die untere. Die Taten sind nur eine Folge davon, dass wir Sklaven der Sünde sind. Der Zustand ist sündig und der Zustand wird als Sklavenschaft zur Sünde beschrieben. Okay? Und das werden wir jetzt uns genauer anschauen und mehrere Beweise dafür vorbringen. Jetzt, wenn wir in Römer 7 schauen, Römer 7, Vers 22 bis 24, dort beschreibt Paulus diesen Zustand eines Menschen, der gerne das Richtige tun möchte, aber nicht kann, und gerne das Falsche lassen möchte, aber auch das nicht kann. Und er kommt dann zu dem Punkt, dass er das Gesetz Gottes kennt und es gerne halten möchte, aber es nicht kann. Und seht euch mal den Grund an, wie er es ausdrückt, warum er es nicht kann. In Römer 7, Abvers 22, dort heißt es: Denn ich habe Wohlgefallen an dem Gesetz Gottes nach dem inneren Menschen. Aber ich sehe ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das dem Gesetz meines Sinnes widerstreitet und mich in Gefangenschaft bringt, unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich elender Mensch, wer wird mich retten von diesem Leibe des Todes? Also seht ihr, dass er hier genau das Evangelium sagt, das besagt, dass wir von unseren Sünden errettet werden müssen. Warum? Weil wir in Gefangenschaft zur Sünde sind, weil wir Sklaven der Sünde sind. Das ist, wie jeder Mensch geboren wird. Jeder Mensch wird in eine Sklavenschaft hineingeboren. Und Christus kommt, um uns aus dieser Sklavenschaft zu befreien. Ja. Und selbst die Erkenntnis der Gefangenschaft können wir nicht generieren. Das ist hier schon der Zustand des unglücklichen Sklaven. Also der gemerkt hat, er ist nicht frei. Und das macht ihn, das bringt ihn in einen unglaublichen inneren Zwiespalt. Es gibt den glücklichen Sklaven. Genau. Wegener beschreibt das auch so schön. Er sagt, es gibt da draußen in der Welt die willigen Sünder, beschreibt er das. Ja, er sagt, es sind einfach die Sünde tun und gar kein Problem damit haben. Ja, sie mögen es sind sozusagen willige Sünder. Aber Paulus ist jetzt zu der Erkenntnis gekommen, ihm wurde das Gesetz vorgehalten, hat erkannt,
ich bin ja tatsächlich ein Sünder, und er wollte jetzt sogar nicht mehr die Sünde tun und da rauskommen, und jetzt wurde er zu einem unwilligen Sünder. Na, aber trotzdem konnte er aus seiner eigenen Kraft da nicht herauskommen. Ja. Elender Mensch, arm, elend. Genau. Genau, hier wird dieser elende Mensch beschrieben, und elend, arm, blind, ja, und bloß, das ist genau der Zustand, dem Gottes Volk am Ende der Welt attestiert wird. Und das sollte uns zu denken geben, denn wenn dieser Zustand Gottes Volk am Ende der Welt attestiert wird, was sagt es aus über das Volk? Was haben sie nicht? Sie sind nicht frei von Sünde, also sie sind nicht errettet worden. Sie sind nicht errettet worden. Aber was denken sie? Dass sie es sind. Dass sie es sind. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir dieses Thema verstehen, dass wir uns selbst prüfen, wie Paulus sagt, ob wir im Glauben sind, der uns errettet, oder nicht. Und deswegen ist es wirklich wichtig, dieses Thema auseinanderzunehmen und genau zu verstehen. Okay, also er beschreibt hier auch dieses Problem, dass er errettet werden möchte aus der Gefangenschaft der Sünde. Und in Römer 6 wird das beschrieben, und er kommt dann in Vers 20 zu dem Schluss, wo er sagt, denn als ihr Sklaven der Sünde waret, da waret ihr frei von der Gerechtigkeit. Also hier einfach wieder noch ein Zeugnis, ja, dass dieses Wort wirklich benutzt wird, Sklaven der Sünde. Und wir müssen aus diesem Zustand herauskommen. Und er beschreibt letztendlich, dass das etwas ist, was heute geschehen kann. Und wir wollen das genau verstehen, was das ist, und dann auch, wie wir das erreichen können. Okay, lesen wir noch von Ellen White aus dem Leben Jesu, wo sie über Johannes 8, was wir gelesen haben, kommentiert. Wir werden sehen, dass sie genau in dasselbe beschreibt. Sie sagt hier, jeder Mensch, der sich dem Anspruch Gottes verweigert, wird von einer anderen Macht beherrscht. Ja, es geht hier um einen Herrscher über uns. Er gehört nicht sich selber. Mag er auch von Freiheit reden, in Wirklichkeit lebt er doch in der erniedrigendsten Knechtschaft. Er darf den Glanz der Wahrheit nicht aufnehmen, denn der Teufel beherrscht seinen Geist. Vielleicht schmeichelt er sich damit, der eigenen Urteilskraft zu folgen. Tatsächlich aber gehorcht er dem Willen des Fürsten der Finsternis. Christus kam, um die Seele von den Fesseln der Sündenknechtschaft zu erlösen. Wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr recht frei. Das Gesetz des Geistes, der da lebendig macht in Christus Jesus, hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Römer 8, 2. Das ist die Erfahrung jetzt von Römer 8. Ja, Römer 7 beschreibt den Zustand des Menschen in der Gefangenschaft. Und sobald er rüberkommt in Römer 8, beschreibt er die Lösung, und er sagt, das Gesetz des Christus, das Gesetz des Geistes, des Lebens, hat mich jetzt frei gemacht. Okay, schauen wir uns das jetzt praktisch an, ja, um das wirklich richtig zu verstehen. Wir wissen, dass als Jesus auf der Erde war, geistliche Lehren wie illustriert hat. Was hat er getan? Er hat Gleichnisse benutzt. Er hat auf die Natur hingewiesen und hat gesagt, ja, schaut euch die Felder an, schaut euch die Bäume an, schaut euch die Pflanzen an und all diese Dinge. Und er hat damit geistliche Lehren rüberbringen wollen. Jetzt, es heißt in der Bibel, dass Christus derselbe ist, gestern, heute und in Ewigkeit, und er verändert sich nicht. Und ihr könnt bereits in Hosea lesen, dass er seinen Mund öffnet zu Gleichnisreden. Ja, der Gott des Alten Testaments ist nicht ein anderer Gott als des Neuen Testaments. Und wir verstehen in unserer Botschaft, dass all die alten Geschichten in der Bibel geistlich zu verstehen sind, dass sie geistliche Lehren für uns haben. Und wir konzentrieren uns natürlich immer auf die prophetische Anwendung, ja, wie die sich diese Geschichten wiederholen im prophetischen Ablauf in unserer Geschichte. Aber was wir uns jetzt anschauen wollen, ist eine geistliche Lehre, die eine buchstäbliche Geschichte im Alten Testament für uns hat. Und zwar, wenn ihr jetzt an dieses Bild denkt, das uns Ellen White und auch natürlich Paulus gegeben hat, dass Sünde Sklavenschaft ist, Knechtschaft, Gefangenschaft.
Was ist die erste Geschichte, die euch in den Sinn kommt, wenn ihr an das Alte Testament denkt? Ägypten. Das ist doch die Geschichte, ja, wo das Volk Gottes in Sklavenschaft war. Sie mussten dort schuften und sie konnten sich nicht selbst befreien. Ja, und so wollen wir uns dieses Beispiel einmal anschauen als Beispiel für die Sklavenschaft zur Sünde. Und dass wir das tun können, wird auch bestätigt durch Ellen White, wenn wir hier lesen aus Leben Jesu, Seite 60.4. Dort heißt es, die Befreiung Israels aus Ägypten war ein Gleichnis für was? Für die Erlösungstat, die durch das Passafest im Gedächtnis behalten werden sollte. Das geschlachtete Lamm, das ungesäuerte Brot und auch die Erstlingsgabe weisen auf den Erlöser. Ja, das hat alles eine geistliche Bedeutung und es beschreibt die Erlösung von unserer Sünde. Noch ein weiteres Zeugnis dafür aus Patriarchen und Propheten, Seite 252. Das Passafest wurde zum Gedächtnis und als Vorbild gestiftet. Es sollte nicht nur an die Befreiung aus Ägypten erinnern, sondern auch hinweisen auf die wichtige Erlösung von der Knechtschaft der Sünde, die Christus für sein Volk wirken würde. Okay, also lasst uns dieses Bild nehmen und es wirklich einprägen in unser Verständnis. Hier haben wir so einen Steinblock. Lasst uns hier für die Szenerie ein paar ägyptische Pyramiden. Hier haben wir einen Israeliten. So. Er muss hier schuften in Ägypten. Und was tut er? Er muss tagtäglich das Reich, was für ein Reich aufbauen? Das Reich Satans. Richtig? Und was war dieser Mensch? Er war ein Sklave. Denn hinter ihm, jetzt ihr müsst mich entschuldigen, ich bin nicht der beste Zeichner. Ja, da steht dieser Sklaventreiber und zwingt ihn, das zu tun, was er tun muss. Richtig? Und er kann sich aus diesem Zustand nicht befreien. Kann man zu diesem Sklaven hingehen und sagen, übrigens, du bist ein Sklave, hör doch einfach auf, ein Sklave zu sein und geh weg und tu das nicht mehr, was du tust. Hör doch einfach auf, Satans Reich zu bauen. Bringt ihm nichts, richtig? Was musste geschehen? Was geschah in Ägypten, dass dieser Mensch befreit werden konnte? Ein Retter von außen musste kommen und mit großen Zeichen und Wundern, was musste er tun? Er musste die Macht des Sklaventreibers brechen und nur dann konnte er gehen, richtig? Und wenn ihr überlegt, was sie tun mussten, war ja nicht so, dass sie gar nichts tun mussten, um da was beizutragen, richtig? Was war ihre Aufgabe? Sie mussten ein Lamm auswählen, richtig, was Christus ist. Sie mussten es töten. Sie mussten das Blut an die Pfosten anwenden und all diese Dinge. Das stellt alles darauf hin, dass wir Christus brauchen, dass wir anerkennen müssen, was er für uns am Kreuz getan hat, dass wir sein Blut in Anspruch nehmen müssen, sodass wir von ihm beschützt sein können. Aber sie konnten all diese Dinge tun an diesem Abend vor ihrer Befreiung. Aber waren sie frei, nachdem sie diese Dinge getan haben? Sie mussten auch das Fleisch essen, richtig? Was bedeutet das Wort Gottes in uns aufzunehmen? Aber
All diese Dinge konnten sie tun, aber was musste auch noch geschehen? Gott musste eingreifen, und was war denn die letzte Plage, die kam, die letztendlich die Macht Pharaos gebrochen hat? Die Erstgeburt Pharaos im ganzen Land, die nicht Christi Blut angenommen haben, sind gestorben. Und das hat Pharaos Macht gebrochen. Das heißt, wir müssen verstehen, was diese Macht hier ist, die gebrochen werden muss, in Bezug auf unser Leben. Richtig? Wir müssen verstehen, was in unserem Leben dieser Sklave ist, dessen Macht nur Gott brechen kann. Okay? Also lasst uns das weiter anschauen. Also gehen wir nochmal zurück zu Römer 7 und lesen jetzt den größeren Kontext von der Erfahrung, die Paulus dort beschreibt. Und wir lesen jetzt ab Vers 14, also schon ein bisschen vorher zu dem, was wir gelesen haben. Dort schreibt er: Denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist, ich aber bin fleischlich unter die Sünde verkauft. Ja, er beschreibt seinen Zustand und dass er verkauft ist, wie ein Sklave, richtig? Es heißt: Denn was ich vollbringe, billige ich nicht, denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das übe ich aus. Jetzt schaut euch diesen Menschen an. Ist das nicht eine perfekte Beschreibung von dem, was er tut? Ja, was er tut nicht, was er will, sondern was er hasst, das übt er aus. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so stimme ich dem Gesetz zu, dass es gut ist. Jetzt aber vollbringe nicht mehr ich dasselbe, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Er macht jetzt einen Unterschied. Er erkennt jetzt, Moment, da ist etwas, was mich dazu treibt, das zu tun. Na, er erkennt, ich bin gar nicht selber die treibende Kraft, die hier Satans Reich ausbaut, sondern da ist irgendwas anderes, was mich dazu bringt, Satans Reich zu bauen. Das heißt, denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Das Wollen ist zwar bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten gelingt mir nicht. Wozu war denn dieser Hebräer berufen? Was sollte er eigentlich aufbauen? Das Reich Gottes. Aber es gelang ihm nicht, weil er in dieser Gefangenschaft war. Vers 19. Denn ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will, das verübe ich. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so vollbringe nicht mehr ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Ich finde also das Gesetz vor, wonach mir, der ich das Gute tun will, das Böse anhängt. Ja? Ihm hängt dieser Sklaventreiber an. Und wir müssen verstehen, was dieser Sklaventreiber in uns ist. Denn ich habe Lust an dem Gesetz Gottes nach dem inneren Menschen. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das gegen das Gesetz meiner Gesinnung streitet und mich gefangen nimmt unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Also in diesem Gleichnis, ja, ist das natürlich ein anderer Mensch, der hinter dem steht. Aber in der Wirklichkeit, in der geistlichen Anwendung, Paulus sagt, wo sitzt dieses Gesetz der Sünde? Ist in meinem Fleisch. Ja? Also hier ist es sozusagen aufgefächert, sodass wir das begreifen können in einem Gleichnis, aber es wirklich beschreibt etwas, was in uns ist. Das heißt, die Frage, die immer aufkommt jetzt, wenn man Römer 7 liest, Paulus hat das ja geschrieben zu einer Zeit, wo er schon bekehrt war. Was man ja am Rest des Römerbriefes sieht, aus dem Zeugnis von Römer 6 und Römer 8. Er beschreibt ja die Erfahrung, die auch er selbst erlebt hat. Aber die Erfahrung, die er beschreibt in Römer 7, das ist die Frage. Viele wollen sagen, oh guck, Paulus war ein bekehrter Mensch und er hat Römer 7 geschrieben. Das heißt, das, was er da beschreibt, ist die Erfahrung eines bekehrten Menschen. Ist das Logik? Ist das logisch? Nein. Denn er hat einmal geschrieben, Ich bin gefangen und ich kann es nicht tun, was ich will. Und dann hat er geschrieben, das ist die Lösung und ich kann tun, was ich will. Es geht nicht beides zusammen. Ja, er beschreibt hier die Erfahrung, wie er war und wohin er jetzt gekommen ist und was die Lösung ist. Das heißt, wenn wir jetzt der Frage nachgehen, ob Römer 7 einen geretteten, bekehrten Christen beschreibt, können wir das ganz einfach beantworten. Und zwar,
Ja, in Apostelgeschichte 16, 30, 31, dort wird die Frage gestellt, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Und die Antwort ist, glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden. Jetzt könnte man sagen, ja, der Mensch in Römer 7, er hat geglaubt an das Gesetz, in dem Sinne, dass er es ja gut fand. Er hat gesagt, ich habe Wohlgefallen an dem Gesetz Gottes. Das heißt, intellektuell war er bekehrt im Sinne davon, dass er jetzt das Gesetz Gottes gut fand und dass er es halten wollte. Aber ist das der Glaube, den wir brauchen, um gerettet zu werden? Das reicht noch nicht. Ja, es heißt hier, glaube an den Herrn Jesus Christus. Und wir müssen uns fragen, was dieser Glaube im biblischen Sinne bedeutet. Als allererstes müssen wir sehen, dass dort steht, dass Jesus Christus dann der Herr sein wird. Christus wird der Herr in deinem Leben sein. Das heißt, wenn Christus der Herr oder Herrscher in deinem Leben ist, können wir dann sagen, dass Sünde Herrscher in deinem Leben ist? Sicherlich nicht. Denn bestimmt kann Christus nicht unser Herrscher sein und gleichzeitig noch die Sünde über uns reagieren. Die Bibel sagt, wir können nicht zwei Herren gleichzeitig dienen. Also was bedeutet Glaube im biblischen Sinne? Natürlich kennen wir auch den Vers, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht. Das ist ein viel zitierter Vers, aber was bedeutet dieser Glaube, der dort erwähnt ist? Lesen wir dazu 1. Johannes 5, 1 bis 4. Jeder, der glaubt, jetzt kriegen wir eine Definition dieses Glaubens, jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist aus Gott geboren. Und wer den liebt, der ihn geboren hat, der liebt auch den, der aus ihm geboren ist. Daran erkennen wir, dass wir die Kinder Gottes lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. Das heißt, sie auch umsetzen. Nicht nur sie halten wollen, aber nicht in der Lage sind, es zu tun, sondern sie tatsächlich halten. Vers 3. Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten. Und seine Gebote sind nicht schwer. Denn alles, was aus Gott geboren ist, tut was? Es überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Also wer glaubt, im biblischen Sinne, ist neu geboren, was bedeutet, dass die Gebote gehalten werden und dass die Welt überwunden wird? Okay, Frage. Der Mensch in Römer 7, überwindet er die Welt? Hat er den Sieg? Hält er die Gebote Gottes? Das heißt, beschreibt dieser Mensch einen wiedergeborenen Christen? Ist er neu geboren? Nein, denn wenn er neu geboren wäre, dann hätte er den Sieg. Dann würde er die Welt überwinden und er würde nicht überwunden werden von der Welt. Seht ihr das? Und was sagt Johannes 3, 5? Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn nicht jemand aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Das heißt, wenn jemand in dem Zustand von Römer 7 ist, in dieser Gefangenschaft, und in diesem Zustand sterben würde, würde er bei der ersten Auferstehung der Geretteten dabei sein? Würde er in das Reich Gottes eingehen? Nein. Das heißt, Römer 7 beschreibt eindeutig einen Menschen, der nicht in einem Zustand ist, wo er gerettet wäre. Denn er ist nicht neu geboren. Und das wird auch bestätigt, hiervon lesen wir mal das Zitat hier von Wegener. Wir werden ein paar Mal Zitate von Wegener und Jones einstreuen, einfach um zu zeigen, dass das ihre Botschaft war. Ja, das ist hier das Buch von Wegener, Christ and His Righteousness. Das ist so eins der Standardbücher aus der 1888er Zeit von Wegener über die Gerechtigkeit Christi und wie wir die Befreiung aus der Sünde erlangen können. Und er schreibt hier als Kommentar über Römer 7, was diese Knechtschaft und Gefangenschaft ist, haben wir bereits gezeigt. Es ist die Knechtschaft der Sünde, die Sklavenschaft, zur Sünde gezwungen zu werden, sogar gegen den eigenen Willen, durch die ererbte und erlernte Kraft böser Neigungen und Gewohnheiten. Befreit Christus von einer wahren christlichen Erfahrung? Erinnert euch, Paulus hat am Ende von Römer 7 gesagt, ich elender Mensch, wer errettet mich von dieser Gefangenschaft? Und er fragt jetzt hier zu Recht, befreit Christus von einer wahren christlichen Erfahrung? Denn wenn Römer 7 jetzt eine wahre christliche Erfahrung wäre, wie viele behaupten,
ein geretteter Christ, warum sagt er dann am Ende, ich möchte daraus befreit werden? Das ist sein Punkt hier. Befreit Christus von einer wahren christlichen Erfahrung? Natürlich nicht. Dann ist die Knechtschaft der Sünde, von welcher der Apostel im 7. Kapitel des Römerbriefes spricht, nicht die Erfahrung eines Kindes Gottes, sondern eines Knechtes der Sünde. Den Menschen von dieser Gefangenschaft zu befreien, war der Grund für Christi Kommen. Nicht um uns während diesem Leben von dem Krieg und den Kämpfen zu befreien, sondern von den Niederlagen. Jetzt, ich möchte kurz schon mal einen Punkt darüber machen, dass wir nicht anfangen, in falsche Kanäle zu denken. Was wir nicht sagen ist, dass wenn wir die Neugeburt haben und Christus uns befreit von der Sünde, dass wir dann keine Kämpfe mit der Sünde mehr haben würden, dass wir dann keine Versuchungen zur Sünde mehr haben würden oder dass wir nicht mehr in die Sünde fallen könnten. All das ist immer noch gegenwärtig und wahrscheinlich mehr gegenwärtig als je zuvor. Das ist genau das, was das biblische Zeugnis sagt. Und deswegen macht er hier den Punkt, dass die Wiedergeburt, die Befreiung hier nicht bedeutet, dass danach alles rosig und schön ist und wir haben nie wieder Probleme. Er sagt, er kam, um uns von der Niederlage zu befreien, nicht aber von den Kämpfen. Und wir können sicher sein, die Kämpfe werden nur noch zunehmen. Denn wir müssen verstehen, dass wenn Christus kommt und uns befreit, wir müssen den Unterschied machen zwischen dem, was geht, zwischen dem, was er hinwegnimmt, was vollkommen weg sein muss, was aber dagegen noch bleibt und mit dem wir dann immer noch zu kämpfen haben. Und diesen Unterschied zu verstehen, ist immens wichtig, denn wenn wir das nicht verstehen, dann gibt es zwei Gräben, zwei Fehler, Irrtümer, in die wir fallen können. Der eine Irrtum ist, dass wir glauben könnten, dass wir jetzt befreit sind von der Sünde und dass ich jetzt nicht mehr sündigen kann, da ich ja befreit bin und alles, was ich tue, ist jetzt keine Sünde mehr und ich halte mich jetzt schon für heilig, was eine große Täuschung wäre. Das wäre die eine Richtung. Aber die andere Richtung, der andere Irrtum, in den man fallen könnte, ist, dass man jetzt die Befreiung hatte und dann sieht man diese ganzen alten Gewohnheiten, die alten Neigungen, die alten Irrtümer, Konzepte, die man ja noch hat, die ja nicht einfach verschwinden bei der Neugeburt, dass die noch da sind und man mit denen zu kämpfen hat, dass man dann zweifelt, ob man wirklich die Bekehrung hatte. Und so würde man sich unnötig dann in Zweifel hineinstürzen und Satan kann das dann benutzen, um einen so zu entmutigen, wieder vollkommen den Glauben aufzugeben. Also seht ihr, wie wichtig es ist, genau zu verstehen, was bei der Wiedergeburt versteht, was dort weggenommen wird, komplett, und was bleibt und was uns die Rechtfertigung gibt, diese Dinge überhaupt auseinanderzuhalten. Okay? Also lasst uns dieses Konzept jetzt noch zementieren und bestätigen durch den Geist der Weissagung. Wir haben es jetzt aus der Bibel gesehen, wir haben es aus der 88-Botschaft von Wegener gesehen. Schauen wir uns noch ein paar Ellen White-Zitate an. Sie schreibt hier im 5. Band der Zeugnisse, der Mensch ist Satans Gefangener und ist natürlich dazu geneigt, seinen Eingebungen zu folgen und seinen Befehlen zu folgen. Also sie beschreibt hier einen Zustand, es ist seine Natur, und seine Natur ist Gefangenschaft zu Satan, das zu tun, was Satan sagt. In Manuscript Releases Band 9 heißt es, der gefallene Mensch kann weder seine eigene Schuld noch seinen verdammten, verlorenen Zustand erkennen, bis die Anforderungen des heiligen Gesetzes als Gesetz des Lebens auf ihn angewandt wurden. Also sie spricht von einem Zustand, der verändert werden muss. Patriarchen und Propheten, sie sagt, denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch geschwächt war, es konnte den Menschen nicht rechtfertigen, weil er in seiner sündigen Natur das Gesetz nicht halten konnte. Also, ihr müsst euch das wirklich einprägen. Wir werden geboren mit einer sündigen Natur und in dieser sündigen Natur können wir niemals das Gesetz halten. Jetzt lehrt die Bibel aber eindeutig, dass wir heute so verändert werden können durch das Evangelium Christi, dass wir was tun können? Das Gesetz zu halten.
Das heißt, was für eine Veränderung muss stattgefunden haben? Einfach, dass ich meine Taten ändere. Ich sage, okay, jetzt tue ich die Sünde nicht mehr, jetzt tue ich das Richtige. Sie sagt, es ist wegen der sündigen Natur, dass wir das Gesetz nicht halten können. Also was muss verändert werden? Unsere Natur. Ja, das kann nur Christus machen. Das ist im Prinzip eine Conversion. Also im Englischen steht immer Conversion, also dass es eine Umwandlung ist. Wie das Gespräch mit Nikodemus ja auch war. Es war eine Umwandlung. Genau, es ist eine Umwandlung. Den Punkt, den ich aber möchte, dass wir sehen, ist, es kann ja nicht die Umwandlung des Fleisches sein. Ja, weil das Fleisch, wissen wir, wird erst umgewandelt, wenn Christus das zweite Mal wiederkommt. Dann kriegen wir neues Fleisch, das umgewandelt wird. Das heißt, wenn wir heute schon eine Umwandlung unserer Natur brauchen, von welcher Natur, von was für einer Natur muss es sprechen? Von einer geistlichen Natur, die in uns ist. Aber ist Christus nicht auch bemüht, das, was wir sind, zu verändern? Ja, das ist mein Punkt. Das ist mein Punkt, ja. Er will auch unseren Körper verändern. Ich denke, dabei kann er uns auch helfen. Ja. Ja. Also jetzt körperlich meine ich jetzt. Ja, und das ist das Werk, ja, das losgeht, nachdem man die Erneuerung hatte im Geist, nachdem man wiedergeboren wurde, kommt jetzt ja eine Phase der Heiligung oder Reformation. Das heißt, wir sind deformiert durch die Sünde, sowohl geistlich als auch körperlich. Und deswegen müssen wir reformiert werden. Und das geht Stück für Stück. Ja. Und er kann natürlich uns helfen, ja, dass wir, das ist der Prozess der Heiligung, was die Aufgabe einer Lebenszeit ist, sodass wir Stück für Stück natürlich, wenn wir jetzt in den Gesetzen Gottes wandeln, hat das einen Effekt auf uns, sodass auch unser Körper wieder gesünder wird, dass unser Verstand, unser Geist klarer wird und alle diese Dinge. Aber das nimmt nicht hinweg, dass dieses korrupte Fleisch, das wir haben, niemals Unverderblichkeit erben kann. Es kann niemals in den Himmel eingehen. Das heißt, obwohl wir durch einen Prozess der Reformation gehen können, wo er gewisse Dinge wieder erneuern kann, bis zu dem Punkt, dass auch Dinge in unserer DNA umgestaltet werden können. Ja, und das bestätigt sogar die Wissenschaft heute, ja, Epigenetik und so weiter, dass wir Einfluss haben auf unseren Körper und Neigungen, ja, Gewohnheiten, die wir sogar vererbt bekommen von unseren Eltern, dass sogar die umgestaltet werden können. Ja, die Wissenschaft bestätigt das heute und das ist genau, was die Bibel beschreibt. Und der Kanal, durch den das geht, ist durch Christus. Dadurch, dass er uns ein Beispiel gegeben hat, können wir das anschauen und durch, was sagt die Bibel, durch Anschauen werden wir umgewandelt. Ja? Das heißt, ich gebe dir recht. Ja? Aber das kann alles nur geschehen, wenn der erste Schritt in der Befreiung von der Sünde getan wurde. Es muss sozusagen ein neues Lebensprinzip eingepflanzt werden, von dem aus dann diese Reformation ausgehen kann, was dann ein beständiges Werk ist. Aber wir werden uns jetzt anschauen, was dieses initiale Werk ist, das ganz am Anfang geschehen muss, ohne welches eine Reformation immer sinnlos ist. Vielleicht eine interessante Bemerkung: Wenn ein Mensch die Befreiung erlebt hat, dann ist er frei in Christus, aber und er ist nicht mehr Sklave der Sünde. Aber die einzige Freiheit, die er hat, ist jetzt wieder zu entscheiden zwischen Gut und Böse. Christus hat ihn frei gemacht und in dem Reich Gottes herrscht kein Zwang. Amen. In der Sklaverei. Das ist ein guter Punkt, ja. Er wandelt in der Würde Christi. Christus gibt ihm die Würde der Entscheidung, aber weil sein Herz durch Christi Liebe überwältigt worden ist, entscheidet er sich für die Gerechtigkeit. Amen. Deshalb dürfen wir nicht verzweifeln, wenn diese Kämpfe in uns da sind oder ablaufen, sondern dürfen uns sagen, was für eine herrliche Freiheit der Söhne und Töchter Gottes, Amen, dass wir die richtige Entscheidung treffen. Amen. Ja, um das nochmal zusammenzufassen, müssen verstehen, wir haben schon gesagt, man kann nicht zwei Herren dienen. Das heißt, wir müssen eigentlich nur von einem Herrn zu dem anderen wechseln. Aber diese zwei Herren sind sehr verschieden. Satans Methode ist Zwang. Ja? Aber wenn wir zu Gott wechseln, heißt es ja nicht, dass er uns jetzt zur Gerechtigkeit zwingt. Satans hat uns zur Ungerechtigkeit gezwungen, aber wenn wir zu Gott kommen, zwingt er uns nicht zur Gerechtigkeit. Er ist ein anderer Herrscher, er hat andere Regierungsprinzipien. Bei Gott ist immer Freiheit.
Und das nimmt auch sofort diesen Gedanken weg, dass wenn man die Wiedergeburt hat, dass man dann nicht mehr sündigen könnte. Ja, und das ist dieser Gedanke des Automatismus, weil im Sündigenfleisch läuft es ja letztlich automatisch ab. Und dann denkt man halt, wenn man sofort wechselt, dann ist auch... Man denkt dann auch, jetzt wäre alles automatisch, ist aber nicht so. Deswegen muss man dann eine beständige Verbindung haben zu Gott, um auch beständig die Entscheidung für das Richtige weiter treffen zu können. Es ist diese beständige Verbindung, die man haben muss. Und es ist ein intelligentes Wachsen in Christus. Ja, und es ist eine andere Kooperation als das. Ja, das ist überhaupt nicht das Bild, wenn man dann unter Gott steht. Unter Gott ist es immer eine Kooperation. Der erklärt einem und zeigt einem den richtigen Weg und man stimmt zu in Freiheit. Ja. In Römer 6,16. Wisset ihr nicht, wem ihr euch als Knechte hingebet, ihm zu gehorchen, dessen Knechte seid ihr, und müsst ihm gehorchen, es sei der Sünde zum Tode und im Gehorsam zur Welt. Genau. Was wir auch verstehen müssen ist, wie gesagt, ich habe gesagt, wir haben nicht Zeit für dieses Thema, aber wenn man sich mit der Natur Christi beschäftigt, dann sieht man, ja, dass er ja, es heißt in der Bibel, er kam in sündiges Fleisch, hat unsere Natur angenommen, und Ellen White sagt, er hat wirklich unsere Natur angenommen. Er hat nicht nur so getan, er war wirklich ein Mensch. Aber er war nie ein Knecht der Sünde. Ja, er war nie dieser Sklave. Das hat er nie angenommen. Er hat sozusagen keine Neugeburt gebraucht. Er war von Anfang an in diesem Zustand, wo er praktisch neugeboren war schon. Ja? Er hat aber dadurch keinen Vorteil uns gegenüber gehabt. Er kann keinen Vorteil uns gegenüber haben. Weil dann müssten wir etwas tun, um dahin zu kommen. Und wenn man das versteht, dass er ja keinen Vorteil gehabt haben darf, dann versteht man auch, dass diesen Zustand, den er hatte, ein Geschenk ist, das er einfach uns geben möchte. Ohne unser Hinzutun. Überhaupt gar nichts. Denn wenn es irgendetwas geben müsste, was wir hinzutun müssen, dann würde das nicht stimmen, ja, dass er unser Beispiel wäre und dass wir aus Glauben gerechtfertigt werden. Das heißt, sobald wir die Wiedergeburt haben, sind wir von der Natur her, von unserer Beschaffenheit her, genauso wie Christus. Und hatte Christus Anfechtungen, als er durch sein Leben gegangen ist, als er in der Wüste war, hatte er zu kämpfen mit Hunger, mit den Neigungen, die in der menschlichen Natur verankert waren. Es heißt, als er zum Kreuz gehen musste, seine menschliche Natur ist davor zurückgeschreckt, das zu tun. Ja. In jedem Schritt hatte er die Freiheit, auszusteigen. Ja, er hatte Freiheit, genau. Also, schauen wir uns noch eine weitere Definition an von Ellen White darüber, wenn sie jetzt über 1. Johannes 3, 4 kommentiert, ja, wo es heißt, die Sünde ist die Gesetzlosigkeit. Sie sagt, unsere einzige Definition der Sünde entnehmen wir den Worten Gottes. Sie ist Übertretung des Gesetzes, sie ist die Ausübung eines Prinzips, welches mit dem großen Gesetz der Liebe, das die Grundlage der göttlichen Regierung bildet, in Feindschaft steht. Also, sie sagt hier, die Sünde ist die Ausübung eines Prinzips. Ja, das heißt, sie sagt es, wenn wir Sünde sehen, sündige Taten sehen, dann ist das nur eine Ausübung von etwas tiefer liegendem, von einem Prinzip. Ja, und sie sagt, es ist ein Prinzip, welches in Feindschaft ist. Und wir schauen uns jetzt an, was diese Feindschaft ist. In Römer 8, 5, 7. Erinnert euch, in Römer 7 hat er gerade über die Gefangenschaft gesprochen und jetzt schreibt er über die Freiheit, aber er geht nochmal zurück und sagt, was diese Gefangenschaft war. Römer 8, 5 bis 7, dort heißt es, denn die, welche nach dem Fleische sind, sinnen auf das, was des Fleisches ist. Die aber, welche nach dem Geiste sind, auf das, was des Geistes ist. Denn die Gesinnung des Fleisches ist der Tod, die Gesinnung des Geistes aber Leben und Frieden, weil die Gesinnung des Fleisches Feindschaft ist gegen Gott, denn sie ist dem Gesetz Gottes nicht untertan, denn sie vermag es auch nicht. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Vers, den ihr auswendig lernen müsst. Römer 8, Vers 7. Die Gesinnung des Fleisches ist Feindschaft. Jetzt überlegt euch, was das bedeutet. Es heißt hier nicht, dass die Gesinnung des Fleisches in Feindschaft ist. Es heißt, die Gesinnung des Fleisches ist die Feindschaft selber. Und die Feindschaft selber
kann niemals gut gemacht werden. Es heißt hier, sie kann dem Gesetz Gottes nicht untertan gemacht werden. Es vermag es nicht, es geht nicht. Das ist, stellt euch Dunkelheit vor. Dunkelheit an sich ist einfach Dunkelheit. Dunkelheit an sich kann nicht zu Licht gemacht werden. Du kannst Licht anzünden und es vertreibt die Dunkelheit. Aber Dunkelheit selber ist einfach nur die Abwesenheit von Licht und per Definition dunkel. Aber dunkel kann nicht etwas anderes zu etwas anderem werden. Und das ist genau, was Feindschaft ist. Und es heißt hier, dass die Gesinnung des Fleisches Feindschaft ist. Jetzt, wenn die Gesinnung des Fleisches, die wir haben, wir werden sehen, das ist dieser Sklavenmeister, wenn das die Feindschaft ist und sie nicht untertan gemacht werden kann, was muss mit ihr geschehen? Sie muss gehen, richtig? Sie muss weg. Sie muss vollkommen weg. Es gibt keine Möglichkeit, diese Gesinnung des Fleisches irgendwie unter Kontrolle zu kriegen, denn das würde ja heißen, dass diese Gesinnung dann nicht mehr herrschen würde, richtig? Aber es heißt hier, dass diese Gesinnung sich nicht untertan machen lässt. Das heißt, wenn sie sich nicht untertan machen lässt, was tut sie immer? Sie herrscht immer, richtig? Das heißt, wenn sie immer herrscht, heißt das, dass wenn Christus herrscht, was muss mit ihr geschehen sein? Sie muss weg sein. Denn wenn Christus jetzt da ist und wir die Neugeburt haben und Christus in uns lebt und er unser Herrscher ist, muss das bedeuten, dass diese Gesinnung des Fleisches weg sein muss. Denn sie kann ja nicht untertan gemacht werden. Sie kann ja nicht noch da sein und Christus sagt, ich habe dich jetzt untertan gemacht. Weil es heißt, es kann nicht untertan gemacht werden. Die einzige logische Konsequenz ist, dass nur eins von beiden da sein kann. Entweder die Gesinnung des Fleisches oder Christus, aber niemals beides zusammen. Okay? Anne White schreibt hier in Spiritual Gifts Band 2 genau das. Man braucht nicht alles lesen, aber sie schreibt hier über Kinder und die Erziehung, die Eltern ihnen gegeben haben. Und sie sagt in dem letzten Satz, ihre Eltern sorgen sich so sehr um sie, dass sie alles akzeptieren, was günstig erscheint und arbeiten nicht mit ihnen, um sie zu lehren, dass die fleischliche Gesinnung sterben muss. Ja, sie muss weg. Und A.T. Jones, lesen wir noch von ihm, das ist aus seinen Vorträgen aus der dritten Engelsbotschaft, die er im Jahr 1893 gegeben hat, also im Herzen der 1888 Botschaft. Dort hat er gesagt, dann kann die fleischliche Gesinnung dem Gesetz Gottes nicht untertan sein. Das Einzige, was mit ihr getan werden kann, ist, sie zu zerstören, sie herauszureißen, sie zu verbannen, sie zu vernichten. Sehr deutliche Worte. Und wenn ihr Englisch könnt oder das in Deutsch bekommen könnt, ich kann euch nur empfehlen, diese Vorträge sind wirklich ein Segen, die er da gegeben hat. Okay, lasst uns noch ein weiteres Bild anschauen, um dieses Bild zu verstehen, ja, dass dort etwas ist, was nicht untertan sein kann, was Platz machen muss für etwas Neues. Und zwar schreibt Ellen White hier im Review and Herald, die Sünde ist die Übertretung des Gesetzes, wie der 1. Johannes 3, 4. Gott erklärt, ihr werdet sie an ihren Früchten erkennen. Sammeln Menschen Trauben von Dornen oder Feigen von Disteln? Genauso bringt jeder gute Baum gute Frucht, doch ein verdorbener Baum bringt verdorbene Frucht. Jetzt, was tut sie hier? Sie bringt jetzt das Gleichnis von Christus in Verbindung mit 1. Johannes 3, 4, wo wir uns gefragt haben, ist Sünde Zustand oder eine Tat? Und es heißt hier, dass es verglichen wird mit einem Baum, der Frucht bringt. Also lasst uns das kurz anschauen. Einfaches Bild, richtig? Wir haben drei Dinge hier, die wir verstehen müssen. Wir haben den Boden. Dann haben wir den Baum. Und die Frucht. Und ich denke, ja, die Bibel ist so gut, dass sie uns wirklich ganz einfache Dinge gibt, um diese Sachen zu verstehen. Ja, dass jedes Kind es verstehen kann, sofern unser Herz es akzeptiert. Also, es heißt, sammeln Menschen Trauben von Dornen oder Feigen von Disteln. Was für ein Gesetz wird hier angesprochen, das Gott gegeben hat? Ein Naturgesetz, ja, dass nur
es wird in 1. Mose schon gelegt, ja, ein Same kann nur das hervorbringen, was in ihm ist. Richtig? Dass jede Art reproduziert nach ihrer eigenen Art. Das heißt, an der Frucht wirst du erkennen, was für ein Baum es ist. Richtig? Und was ist zuerst da? Der Baum und dann die Frucht. Das heißt, wenn wir das hier übertragen, was fangen wir mit der Frucht an? Was würde die Frucht darstellen? Die Tat. Ja? Also es sind Taten oder wie Christus sagt auch Worte. Ja? Im gewissen Sinne, wenn wir sprechen, tun wir auch was, ja? Wenn wir sprechen. Das ist das, was einfach am Ende dabei rauskommt. Ja? Das Endprodukt, ja? Unsere Worte und unsere Taten, das ist die Frucht. Aber was sagt sie hier? Das kommt ja von wo? Von dem, was wir sind, ja? Von unserem Herzen. Oder von unserem Charakter, den wir wachsen lassen haben während unserem Leben. Ja? Also wir haben den Baum, aber wir haben auch den Boden, in dem der Baum steht, richtig? Jetzt der Boden, das ist unsere menschliche Natur. Und wie gesagt, wir hatten jetzt nicht die Zeit, um uns mit der menschlichen Natur zu befassen. Aber Enright sagt, die menschliche Natur ist dreifältig. Physisch, geistlich und moralisch. Das ist einfach, wenn wir über unsere Natur nachdenken, das ist einfach, wie wir aufgebaut sind. Es ist wie die Hardware vom Computer. Und du hast ein Standardsystem drauf, ja, ein Betriebssystem, und hast noch nichts mitgemacht. Es ist einfach nur das Potenzial, das du jetzt hast. Ja, und nach einer gewissen Zeit, ja, du fängst an, diesen Computer zu personalisieren. Ja? Du machst deine eigene Oberfläche, die Struktur der Ordner und alles ist letztendlich ein Abbild von dem, was du damit gemacht hast. Aber erstmal hast du die Natur bekommen. Ja? Die Hardware und die Software ist alles erstmal da. Und das ist jetzt ein Potenzial, was entwickelt werden kann. Das heißt, wir werden geboren mit einer menschlichen Natur, aber weil wir ja ins Reich Satans gebohrt werden, was ist alles, was erstmal wachsen kann? Ein satanischer Charakter. Ja? Das ist unser Charakter. Und alle Prinzipien, die wir in unserem Leben kennen, sind aufgrund von satanischen Prinzipien. Und was ist das satanische Prinzip? Wie fängt die Sünde an? Was war die Ursünde? Womit hat es angefangen im Himmel? Mit den Gedanken. Ja, aber was für eine Art Sünde war es? Heimlich. Heimlich, ja. Du, was hat er getan in seinem Herzen? Er hat sich überhoben, richtig? Das Schauen auf das Selbst ist die Wurzel der Sünde. Ellen White sagt im Buch Erziehung, es gibt im Leben, im Universum, zwei entgegengesetzte Prinzipien, die gegeneinander streiten. Und in unserem Studium sollten wir in jeder Geschichte und in jeder Handlung unseres Lebens diese zwei Prinzipien erkennen. Und was sind diese zwei Prinzipien? Du hast Satans Prinzip, was das Schauen auf Selbst ist, Selbsterhaltung, Selbsterhöhung und all diese Dinge. Aber was ist Gottes Prinzip? Selbstaufgabe, Selbstverleugnung, Selbstopferung. Ja? Satan hat sich erhöht, Christus hat sich erniedrigt. Das sind die zwei entgegengesetzten Prinzipien und alles, was daraus erwächst und diese verschiedenen Dinge. Jetzt, wenn wir über die fleischliche Gesinnung nachdenken, was ist es? Es ist, wie manifestiert sich das? Hass, Neid, Eifersucht, all diese Dinge, die letztendlich mit dem Selbst zu tun haben. Warum hasse ich jemanden? Warum beneide ich jemanden? Warum begehre ich etwas? Weil ich mich benachteiligt fühle, weil ich etwas haben möchte, weil ich, ja? Und man denkt, man kommt zu kurz und man kann es nur erreichen, indem man jetzt diese schlimmen Dinge jemandem antut, nämlich zu stehlen, zu morden, jemanden anderen runterzumachen und all diese Dinge und sich selbst zu erhöhen. Das ist die fleischliche Gesinnung. Und es ist das Prinzip Satans. Und nach diesem Prinzip wächst jeder Mensch auf und hat es stärker oder weniger stark in sich, aber es ist ein Prinzip, was niemals in den Himmel gehen kann mit uns. Es muss komplett ausradiert sein. Das heißt, das ist gewissermaßen unser Charakter, es ist unsere fleischliche Gesinnung, es ist auch gewissermaßen unser Herz.
Aber gleichzeitig müssen wir verstehen, dass, ja, wenn die Bibel sagt, wir müssen unser steinernes Herz herausbekommen haben. Ja, Gott sagt, ich werde euch euer steinernes Herz rausnehmen. Und wenn ich es rausgenommen habe, werde ich euch ein fleischernes Herz geben. Es heißt, dass dieses steinerne Herz aus eurem Fleisch herausgenommen wird. Das heißt, da wird etwas herausgenommen, aber etwas anderes bleibt. Das heißt, wir müssen verstehen, ja, auch das hier wird in der Bibel als unser Herz bezeichnet. Und das ist sozusagen das, was aus unserem Herz herauswächst. Es ist wie ein Same, der auf den Boden des Herzens gefallen ist. Und das ist, zu was unser Herz geworden ist. Ich sage euch das nur, wenn ihr das selber studiert. Manchmal sieht es widersprüchlich aus. Ja, das einmal heißt, die Frucht kommt aus dem Herzen, dann müsste der Baum das Herz sein. Aber eigentlich ist das auch das Herz. Aber beides geht. Da muss man es nur klar auseinanderhalten. Aber ich denke, das Bild ist unfehlbar. Es heißt, sammeln Menschen Trauben von Dornen. Das heißt, um es ganz klar zu machen, wir sind ursprünglich ein Dornbusch. Und er fragt jetzt, kann dieser Dornbusch jemals Trauben hervorbringen? Nein. Würde Gott jetzt seine Naturgesetze ändern und sagen, okay, in deinem Fall mache ich das mal, ich mache mal ein Wunder, dass Dornbüsche jetzt Trauben hervorbringen. Würde Gott sein Gesetz ändern? Niemals. Das heißt, die einzige Möglichkeit, jemals Trauben zu bekommen, ist was? Okay, und wenn dieser Platz alles ist, was ich habe, und ich möchte jetzt Trauben haben an diesem Platz, in meinem Körper, was muss zuerst mit dem Dornbusch geschehen? Er muss weg. Denn erst wenn dieser Dornbusch weg, und zwar rausgerissen ist, mitsamt seinen Wurzeln, und dort an dessen Stelle ein Apfelbaum oder ein Traubenstock gepflanzt wird, ein Weinstock, ja, das ist die einzige Möglichkeit, wie ich jemals überhaupt nur anfangen kann, Trauben zu bekommen. Ja, und ich kann noch so lange versuchen und diesen Baum düngen und mit dem Wort füttern und beten. Ich kann mich vor diesem Dornbusch niederknien und sagen, bitte, 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 Gott, mach, dass da endlich gute Sachen hervorkommen. Es wird niemals funktionieren, wenn ich nicht erkenne, dass es mein Zustand ist, der geändert werden muss, dass da etwas weggenommen werden muss und ersetzt werden muss mit etwas anderem und dass es etwas ist, was nur Gott tun kann. Seht ihr das? Und etwas Wichtiges, was wir erkennen müssen, ist, dass unsere Erfahrung in unserem Glaubensleben niemals das übersteigen kann, was wir erkannt haben. Denn Gott kann uns nicht etwas gegen unseren Willen geben. Er muss uns es erst verständlich machen, sodass wir bekennen, was wir sind, sodass er dann auch damit handeln kann. Denn er würde uns nicht etwas blindlings aufdrücken und aufzwingen, das ist gegen sein Gesetz, gegen sein Prinzip der Liebe, was einfach Respekt ist. Freie Willensentscheidung. Das heißt, wir mögen ein Verständnis davon gehabt haben, mehr oder weniger grob, ich weiß ja nicht, was ihr schon so darüber studiert habt. Aber Fakt ist, unsere Erfahrung kann nicht das übersteigen, als das, was wir erkannt haben. Ja. Genau, durch das Wirken des Geistes, ja, der einen dann versiegelt über die Zeit, wenn man gegründet wird in diesen Wahrheiten. Wenn man beständig dann von dem neuen Leben, das Christus gepflanzt hat, Kraft zieht. Denn erinnert euch, wenn dieser Baum rausgeht und Christus jetzt kommt, als was kommt er? Setzt er da sofort einen fertigen Baum hin? Er sät, ja, da wird erstmal nur ein Same gesät. Und wo ist dieser Same? Der ist dann da unten im Boden. Sieht man den am Anfang? Nein.
Ja. Der Same wird auch zu etwas ganz anderem. Da ist ja, wenn man es wieder aufbuddeln würde, nicht mehr der Same, sondern das ist die Pflanze dann nachher, die eigentlich Wurzeln und etwas raustreibt. Ja, ja, deswegen, ab diesem Zeitpunkt... Die vollständige Verwandlung. Ja, es ist, am Anfang muss die vollständige Verwandlung stehen. Ein kompletter Austausch, dass das Alte geht und das Neue reinkommt. Aber das Neue ist erstmal nur ein Same, der jetzt wachsen muss. Ja? Reformation, Heiligung. Ja? Und erinnere dich, dieser Same kommt in unsere menschliche Natur, die immer noch geprägt ist durch den Baum, der da vorher stand. Und da sind auch noch immer andere Samen von Satan drin, die, wenn wir nicht aufpassen, wieder aufsprießen können. Ja? Aber dieser Baum, der diese Kontrolle über uns ausgeübt hat, den nimmt Christus weg. Ja? Okay. Hier im nächsten Zitat einfach noch ein weiteres Zeugnis für dasselbe Prinzip. Wir lesen nur das Fettgedruckte. Da sagt sie, der Baum muss gut gemacht werden, bevor die Frucht gut sein kann. Wir müssen Gott völlig übergeben sein. Unser Wille muss recht gemacht werden, bevor die Frucht gut sein kann. Er sagt wieder, da muss diese Transformation stattfinden. Ja, da muss ein anderer Baum hin, damit überhaupt was Gutes entstehen kann. Auch beschreibt sie das hier sie vergleicht das hier mit einem Gewand, mit einem Kleidungsstück, ein altes Kleidungsstück, das man hatte und das man jetzt wegschmeißen muss. Sie sagt, Gott macht keinen Kompromiss mit der Sünde. Eine echte Bekehrung verändert vererbte und erlernte Neigungen zum Falschen. Die Religion Gottes ist ein fester Stoff, zusammengesetzt aus unzähligen Fäden und mit Fleiß und Fertigkeit zusammengewebt. Die Anstrengungen, das Alte mit einem neuen Stück zu flicken, wird den Zustand der Dinge nicht verbessern, denn das alte, zerfledderte Material reißt ab von dem neuen und hinterlässt einen größeren Riss als zuvor. Flicken werden nicht funktionieren. Der einzige Weg ist, das alte Gewand komplett loszuwerden und sich ein vollkommen neues zu besorgen. Ja, bringt nichts, den alten Baum irgendwie zu verbessern. Ja, bringt auch nichts, da heimlich Trauben dran zu hängen. Es wird immer noch nicht den Dornbusch zu einem Weinstock machen. Sie sagt, Christi Plan ist der einzig sichere. Er sagt, siehe, ich mache alles neu. Wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Kreatur. Christus schaut mit zartem Mitgefühl auf alle, welche Kombinationscharaktere haben. Jene, welche einen solchen Charakter haben, haben eine so zerbrechliche Verbindung mit Christus, sie ist absolut wertlos. Ja, also versuchen, an dem alten Leben, das man hatte, herumzudoktern und das irgendwie zu verbessern, ist absolut wertlos, denn es wird sowieso vernichtet werden. Wir brauchen etwas komplett Neues. Das ist, was sie hier sagt. In Gospel Workers schreibt sie, wenn jemand völlig von sich selbst entleert ist, wenn jeder falsche Gott aus der Seele ausgestoßen wird, dann wird das Vakuum durch das Einströmen des Geistes Christi gefüllt. Was ist ein Vakuum? Es ist ein vollkommen leerer Raum. Ja, man kann kein stärkeres Wort benutzen, um etwas zu beschreiben, wo alles weg ist. Seht ihr das? Alles muss weg. Und erst dann kann Christus hineinkommen, weil er keinen Kompromiss mit der Sünde macht. Also man sieht diese vielen verschiedenen Art und Weisen, wie hier immer wieder versucht wird, das Gleiche auszudrücken. Wegener schreibt, wir müssen ein Leben bekommen, das verschieden zu unserem natürlichen Leben ist, um überhaupt der Sünde widerstehen zu können. Leben Jesu, Seite 155. Jesus fuhr fort, was vom Fleisch geboren wird, das ist Fleisch, und was vom Geist geboren wird, das ist Geist. Von Natur aus ist das Herz böse. Kann wohl ein Reiner von einem Unreinen kommen? Auch nicht einer. Keine menschliche Erfindung kann eine mit Sünden beladene Seele heilen. Denn fleischlich gesinnt sein ist Feindschaft wider Gott, weil das Fleisch dem Gesetz Gottes nicht untertan ist, denn es vermag es auch nicht. Also sie kommentiert jetzt auf Römer 8, Vers 7. Ja, und sie sagt, aus dem Herzen kommen arge Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Dieberei, falsches Zeugnis, Lästerung und so weiter. Also sie beschreibt, wie sich dieser fleischliche Geist manifestiert. Die Quelle des Herzens muss gereinigt werden, ehe der Strom klar werden kann.
Ja? Der Baum muss gut gemacht werden, ehe da eine gute Frucht kommen kann. Ist genau dasselbe Bild. Ja? Macht die Quelle gut, dann ist auch der Strom, der rauskommt, gut. Wer versucht, den Himmel durch seine eigenen Werke, durch das Halten der Gebote zu erreichen, versucht Unmögliches. Also wer versucht, da Trauben hervorzubringen, in seiner eigenen Kraft, ohne dass er zuerst die Pflanze ändert, versucht etwas Unmögliches. Es gibt keine Sicherheit für den, der nur eine gesetzliche Religion, eine äußere Frömmigkeit besitzt. Das Christenleben verbessert oder verändert nicht das alte Wesen. Nochmal, das Christenleben verbessert oder verändert nicht das alte Leben, sondern gestaltet es völlig um. Im Englischen steht dort transform. Ja? Transform heißt es komplett umgestalten. Ja? Also du siehst nichts mehr von dem Alten, es ist ganz was Neues. Das Ich und die Sünde müssen sterben. Ein vollkommen neues Leben muss beginnen. Dieser Wechsel kann nur durch das kräftige Wirken des Heiligen Geistes geschehen. Es ist nur etwas, was allein Gott tun kann. Und alles, was wir tun müssen und wo wir hinkommen müssen, ist das zu glauben und Gott zu bitten, das zu tun. Und wir werden uns noch damit beschäftigen, wie genau wir praktisch das umsetzen können, dass Gott das für uns tun kann. Jetzt, ich weiß natürlich nicht, was die Erfahrung von jedem Einzelnen hier in diesem Raum ist. Aber selbst wenn wir diese Erfahrung hatten oder unsicher sind und sie nicht hatten, ja, ist es wichtig, dass wir die Dinge verstehen, denn letztendlich sind wir ja diejenigen, die am Ende rausgehen sollen und einer ganzen Welt das Evangelium verkündigen sollen. Und wir müssen klare Bilder, Gleichnisse und Worte finden, um den Menschen klarzumachen, was mit ihnen geschehen muss, ihnen ihren Zustand zu erklären, sodass sie überführt werden können und erkennen, was sie sind und dann auch die Lösung haben, um dann selber für sich persönlich wissen zu können, wie sie da rauskommen. Das ist die Botschaft der Rechtfertigung aus Glauben, auf die Gott hinarbeitet. Ja? Und wir studieren die prophetische Botschaft, um herauszufinden, wie Gott uns zu dem Punkt bringen wird, dass wir einmal dort stehen, wo uns die Welt zuhören wird. Aber wenn wir dort stehen, dann müssen wir diese Dinge verstehen und den Menschen auch klar machen können. Und zwar in einer kräftigen Art und Weise. Und Wegener und Jones haben uns wunderbare Vorlagen dafür gegeben, wie das geschehen kann. Ja. So evolutionsmäßig, ja, so allmählich kann der Alte gehen, so allmählich wandelt sich dann der eine Baum in einen anderen um. Über Jahrmillionen hat sich Evolution so entwickelt, richtig? Nein, weil da sieht man, wie tief ja, dieses Verständnis von Evolution und Kreation wirklich geht und wie wichtig ein richtiges Verständnis darüber ist. Sie schreibt hier im nächsten Zitat, wir müssen uns Gott übergeben, damit er uns erneuern, heiligen und für den Himmel bereit machen kann. Wir dürfen dabei nicht auf einen besonderen Zeitpunkt warten. Heute sollen wir uns ihm übergeben und uns weigern, weiter Knechte der Sünde zu sein. Ihr meint, ihr könnt die Sünde langsam und allmählich aufgeben, ja, genau das, was wir gerade gesagt haben, dreht diese verfluchten Sache sofort und ganz entschieden den Rücken zu. Seht ihr, dass wenn sie über Knechtschaft der Sünde spricht, ja, also über diese Gefangenschaft, sie sagt, glaubt niemals, dass ihr da auf irgendeinen Zeitpunkt in der Zukunft warten könnt oder müsst. Dass erst irgendwelche Dinge geschehen müssen, dass ihr euch irgendwie selber besser machen müsst oder dass prophetisch erst eigene Wegmarken kommen müssen, ehe das geschehen kann. Niemals. Das ist etwas, was wir heute klären müssen und was Gott möchte, dass wir es heute erfahren. Okay, damit schließen wir diesen Vortrag ab und im nächsten Vortrag wollen wir dieses Verständnis anwenden auf die ganze Terminologie und Verständnis von Rechtfertigung aus Glauben. Also lasst uns jetzt eine Pause machen. Wie lange machen wir Pause? Weißt du, wie lange du ungefähr für den nächsten Vortrag brauchst? Weil kommen wir um 13 Uhr raus oder etwas später? Wie spät ist es? Weil jetzt ist es 6 vor 12. Jetzt würde ich sagen, wir machen eine kurze Pause, wirklich nur schnell auf Toilette gehen, ja. Und machen so 11:55 weiter. Okay, also 10 Minuten Pause und dann machen wir weiter. Mhm. Okay, dann lasst uns zum Abschluss noch beten. Unser himmlischer Vater, Herr, wir wollen dir danken für
diesen Sabbattag und die Möglichkeit, dass wir uns hier versammeln können und aus deinem Wort lernen können. Und wir danken dir, Herr, für die einfachen und klaren Illustrationen, die du uns gegeben hast, um uns darüber aufzuklären, was unser Zustand ist und was du mit uns tun möchtest, um uns zu befreien. Und wir bitten dich, Herr, dass wir diese Dinge so verstehen, dass wir eine lebendige Erfahrung mit dir haben können, nämlich die Befreiung, und dass wir auch diese Dinge so verstehen, dass wir sie weitergeben können, um viele Menschen zu deinem Kreuz zu führen, dass auch sie gerettet werden können. Bitte segne uns jetzt und erfrische uns während der Pause und bring uns dann wieder zusammen, dass wir dein Wort weiter verstehen können. Und wir danken und bitten darum in Jesu Namen. Amen.